Eigentlich lernst du doch mit dem Kurs so zu leben, dass du in jedem Augenblick allen alles gibst. Das heißt, jeder Augenblick könnte dein letzter sein. In jedem Augenblick bist du bereit, dass der Vater seinen Schritt tut. Und solange dir das Angst macht, bist du nicht bereit. Und solange es die Angst macht, liebst du nicht vollkommen. Denn wer vollkommen liebt, hat keine Angst. Und warum sollte er davor Angst haben, dass Gott seinen letzten Schritt tut, wenn er vollkommen liebt? Also, wann immer du noch Angst hast, dass der Vater seinen letzten Schritt tut, sei ganz beruhigt, er wird ihn nicht tun. Warum nicht? Weil er dir doch keine Angst machen will. Sieh die Logik. Sieh einfach die Logik, sieh die Güte und sieh, was es für dich zu tun gibt. Du verzögerst es, sonst niemand, Gott nicht. Warum tut er seinen Schritt nicht? Weil er dir nicht auch noch Angst machen will. Also bist du derjenige, der seine Angst kontrolliert, berichtigt, und du kannst dir ganz sicher sein, du musst vollkommen lieben. Das heißt, solange du nicht vollkommen liebst, musst du lernen, vollkommen zu lieben. Das ist, was es zu lernen gibt. Das ist für dich verpflichtend. Nicht für Gott, denn Gott liebt dich ja vollkommen. Weil er dich vollkommen liebt, macht er dir keine Angst, sondern wartet, bis du keine Angst mehr hast. Wenn das nicht Güte ist, wenn das nicht Gnade ist und wenn das nicht für dich eine Verpflichtung wäre, ist. Also weißt du genau, was du zu tun hast. Du weißt ganz genau, wann Gott seinen Schritt erst tun wird, wenn du gar keine Angst mehr hast. Das heißt, wenn alle deine Angst geheilt ist, wenn du dich nicht mehr damit begnügst, naja, ich kann halt noch nicht vollkommen lieben. Irgendwann willst du dich damit nicht mehr begnügen. Ich meine, lernen heißt einfach, du weißt, du könntest Fahrrad fahren und begnügst dich nicht damit, naja, ich kann halt nicht Fahrrad fahren. Wenn es dir wichtig ist, willst du es lernen. Und wie wichtig ist es, vollkommen zu lieben? In vollkommenem Frieden zu sein. Wird da was gefordert? Wird da wirklich was gefordert? Oder wird dir alles gegeben, damit du es gibst, damit du vollkommen liebst? Es wird doch nicht Liebe gefordert, es wird sie dir doch gegeben. Es wird doch nicht Frieden von dir gefordert, es wird dir doch aller Frieden gegeben. Du musst doch nur die Idee, dass du nicht im Frieden sein kannst, die musst du aufgeben. Es ist doch nicht schwer, den Kurs zu verstehen, wenn du ihn wirklich verstehen willst, in seiner ganzen Zugewandtheit dir, in seiner totalen Hingabe, in seiner totalen Liebe. Mit dem Kurs erfährst du Dinge, auf die kannst du unterschiedlich reagieren, je nachdem, ob du den Kurs lernen willst oder nicht. Es wird dir gesagt, du siehst nur die Vergangenheit. Wenn du nichts lernen willst, sagst du, ja, wozu soll ich denn dann vergeben? Wenn du was lernen willst, sagst du,
warum ist denn das dann für mich gegenwärtig? Es wird dir gesagt, du siehst nur die Vergangenheit. Also müsstest du doch eigentlich fragen, und warum ist es für mich nicht vergangen? Warum ist es für mich gegenwärtig? Es wird dir gesagt, du bist kein Körper. Also wäre eine echte Frage, warum glaube ich dann immer noch einer zu sein? Wenn du diese Fragen stellst, dann willst du den Kurs lernen. Wenn du wirklich auf deine Fragen eine Antwort haben willst, denn es wird dir etwas gesagt, was für dich nicht stimmt. Und jetzt geht's darum, willst du das, was für dich stimmt, willst du damit Recht haben? Willst du dem Heiligen Geist sagen, dass er was von dir lernen muss, nämlich, dass du doch ein Körper bist? Bist du sein Lehrer? Willst du dem Heiligen Geist sagen, nee, das ist überhaupt nicht vergangen, das ist gegenwärtig. Bist du sein Lehrer? Hast du ein Autoritätsproblem? Bist du der Lehrer und er der Schüler? Hat Gott was zu lernen? Das ist wichtig. Oder bist du der Schüler und sagst, ja, Moment mal, ich erfahre hier, dass da überhaupt keine Welt ist und für mich ist sie da. Warum ist sie denn für mich da? Und dann sagt dir der Heilige Geist, super, jetzt kann ich dir eine Antwort geben. Jetzt zeige ich dir, warum sie für dich noch da ist. Ich sage dir die Ursache. Ich gebe dir die Lektionen. Ich sage dir, weil du dein eigenes vergangenes Lernen heute noch benutzt, in der Beziehung mit deinem Arzt, mit deinem Freund, mit deinem Nachbarn, in deinen Selbstgesprächen, in dem Selbstgespräch ist auch Grübeln, oder? Oder ist Grübeln nicht Selbstgespräch führen? Nachdenken ist Selbstgespräche führen. Ist ein inneren Dialog oder ein Monolog, ist an sich wurscht, führen. Wenn du das verwendest, ist das, was vergangen ist, für dich, weil du es verwendest, immer noch gegenwärtig. Du bestimmst den Zeitpunkt, wann das Vergangene, Zeit ist eine Illusion, wann sie für dich beginnt zu vergehen. Du bestimmst das Ende der Zeit. Das Ende der Zeit ist nicht abrupt. Hast du viel zu viel Angst davor? Du lässt es vergehen in einem Prozess. Es hört auf, scheinbar zu sein. Es ist nicht mehr so deutlich. Irgendwann fühlst du den Schmerz nicht mehr so, die Wut nicht mehr, weil du gesagt hast, weil du die Ursache berichtigt hast, ich reg mich nicht aus dem Grund auf. Aber solange du dich aus dem Grund aufregst, ist es für dich gegenwärtig. Wenn du es aber langsam vergehen lässt, ich reg mich nicht aus dem Grund auf, den ich meine, wird es schon ein bisschen undeutlicher. Dann entscheidest du dich gegen das Gefühl. Dann schaust du dich allmählich doch in der Wohnung um und beziehst doch die Wände auch noch mit ein. Vielleicht erst, nachdem du zum 10. Mal die Lektion gemacht hast, dehnst du es dann doch aus und sagst nicht wieder, ja, jetzt habe ich meinem Vater schon so oft vergeben, dass der mich geschlagen hat. Irgendwann beziehst du eben doch die Küchenvorhänge mit ein, die dir erinnerst, weil du nicht mehr glaubst, das ist unwichtig.
und das Zimmer, in dem du jetzt bist. Denn der ganze Kurs funktioniert nur mit größter Genauigkeit im Detail. Das ist so, weil du kannst nicht zwei Welten sehen. Solange du die Vorhänge noch voller Schuld betrachtest, ist auch derjenige, wegen dem du dich schuldig fühlst, immer noch gegenwärtig. Und solange du dich über irgendetwas heute aufregst, denn heute ist ja nicht heute, sondern die Vergangenheit. Und morgen ist nicht morgen, sondern ist auch bereits Vergangenheit, wenn du dem Kurs folgst. Und es sind Ideen, die werden dir gesagt, dass das so ist. Und anstatt nur zu fragen, ja, warum soll ich ihn dann vergeben? Und die Antwort nicht abzuwarten, solltest du, wenn du schon fragst, ja, warum soll ich ihn dann überhaupt noch vergeben, die Antwort hören, weil es für dich immer noch wirklich ist. Ist die einzige Antwort, weil es für dich immer noch wirklich ist. Eine andere Antwort brauchst du nicht, weil es immer noch deine Erfahrung ist. Nicht wegen irgendeiner Theorie, ja, ich verstehe das gar nicht. Was interessiert mich die Theorie? Es ist für mich wirklich, es ist meine Erfahrung. Und der Kurs will mir nicht irgendeine tolle Theorie oder Religion oder Philosophie verkaufen, sondern der Heilige Geist reicht in meine Erfahrung und will mir helfen, in eine erlöste, befreite Erfahrung zu kommen. Und deshalb sagt er mir immer die Ursache. Warum ich vergeben muss, warum ich heilen muss, warum ich mich nie aus dem Grund aufregt, den ich mein, warum ich sagen soll, dass mein Geist Teil von Gottes Geist ist, weil er für mich heute immer noch Teil meines Körpers ist. Sonst würde ich nicht meinen Geist dafür benutzen, mir zu überlegen, was ich morgen essen soll. Doch ganz einfach. Und das erfordert die Bereitwilligkeit. Wenn ich schon Fragen stelle, dann soll ich auch nach der Frage zurücktreten und dem Heiligen Geist die Antwort überlassen. Und weil es schon vergangen ist, ist Vergebung meine letzte Illusion. Weil für mich etwas, was schon vergangen ist, noch gegenwärtig ist. Es ist eine ganz, ganz fundierte, kluge Antwort, die nur ein Geist, der nicht wirklich lernen will, auch nicht hört, sondern schon gleich wieder die nächste Frage abschießt. Ich bekomme oft Mails von Brüdern, die mich dann fragen, ja, aber wenn das gar nicht gegenwärtig ist, warum soll ich dann vergeben, und wenn da keine Welt ist? Aber dabei gibt der Kurs genau darauf eine Antwort. Genau darauf. Und du bist derjenige, der die Antwort bekommt, um sie zu geben. Der Heilige Geist lehrt sie dich, damit du sie lernst und sie andere lehrst. Wenn sie dich fragen, ob sie dann diese Antwort annehmen, soll dich nicht kümmern, denn den Heiligen Geist kümmert es auch nicht, ob du seine Antwort annimmst. Er fühlt sich nicht abgelehnt.
Je mehr du mit deiner Beziehung im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist bist, wirst du etwas erleben. Wenn du ihn ablehnst, er fühlt sich nicht abgelehnt. Und je mehr du das erlebst, je mehr du, wenn du in einer Beziehung mit Jesus bist, wenn du ihn ablehnst, er fühlt sich nicht abgelehnt. Je mehr du das bist, was Jesus auch ist, umso weniger fühlst du dich abgelehnt, wenn du abgelehnt wirst. Du bist frei. Du reagierst anders. Weil du dich nicht mehr abgelehnt fühlst, gehst du nicht in eine falsche Empathie mit demjenigen, der dich ablehnt. Kommst nicht zu falschen Schlussfolgerungen. Das heißt, du heilst immer mehr und kannst immer mehr diesen Kurs lehren. Während er immer verständlicher wird. Und klar siehst du dann, wenn ein Bruder das, wenn er die Bereitschaft nicht hat, ihn zu lernen, dann bleibt er bei seinen Fragen und wehrt sogar die vernünftigsten Antworten ab, wie ein Kind es nicht lernen will. Es einfach nicht lernen will. Aber deswegen sollst du doch nicht jemand sein, der nicht lernt, denn was hilft es anderen, wenn du den Kurs nicht lernst? Was hilft es deinem Freund, wenn du wegen ihm den Kurs nicht lernst? Frag dich das mal. Was hilft es deinem Kind? Was hilft es deinen Eltern? Was hilft es deinem Partner, wenn du wegen ihm den Kurs nicht lernst? Frag dich das mal. Dann bist du doch gar nicht hilfreich. Dann kann dir nicht nachgefolgt werden. Und du musst nicht darauf bestehen, dass dein Freund mit dir zusammen den Kurs macht oder dein Partner. Später ist immer noch nicht zu spät. Später ist immer noch innerhalb der Zeit. Wenn er es von einem anderen lernt, ist es immer noch innerhalb der Sohnschaft. Er muss es doch nicht von dir lernen. Eben nicht. Warum sollten meine Kinder ausgerechnet von mir den Kurs lernen? Das spielt keine Rolle. Sie werden ihn von irgendjemandem, der mein Bruder ist, lernen. Und da sollte ich mich nicht so aufspielen und sagen, ja, ich will aber, dass sie von mir lernen. Wozu denn? Wenn es so ist, ist es so, wenn nicht, ist es nicht so. Es wird auf jeden Fall ein Bruder sein, ein Teil von mir. Und das genügt. Es sei denn, ich will wieder unbedingt, ich will der sein. Dann denke ich aber vom Ego aus und nicht als Bruder. Denn als Bruder bin ich einer von den Brüdern. Und es genügt. Die Brüder sind alle gleich. Im Himmel wird niemand fragen, ja Moment, hast du das jetzt von Jesus gelernt oder hast du es von Ken Wopnik oder hast du es von der Ingrid oder hast du es von deiner Mama oder von jemand? Das ist absurd, das ist, Freunden ist es wichtig, dem Ego sind solche Dinge wichtig und du sollst bezeugen, dass es dir wichtig ist, ein Bruder zu sein, unter Brüdern. Und nicht jemand ganz besonderer.
weil du dadurch viel besser einsetzbar bist, weil du dich dann heute um die kümmerst, die heute bereit sind, und morgen um die, die morgen bereit sind. Das ist wie wenn ein Arzt sagen würde, ja, ich habe Kinder, erstens mal warte ich, bis mein Kind krank ist und dann heile ich mein Kind. Ein Arzt ist nicht dasselbe wie ein Papi. Ein Arzt ist ein Arzt und er ist für alle Arzt. Arzt ist er für alle, nicht nur für seine Kinder. Eine Ärztin heilt alle. Mami ist sie vielleicht für ihre 2, 3 Kinder, aber Ärztin ist sie für alle. Ein Freund bist du vielleicht nur für deinen Freund, aber ein Bruder bist du für jeden. Und als Bruder wird dir alles für alle gegeben. Als Bruder wird dir alle Liebe für alle Brüder gegeben und aller Frieden und alle Heilung. Und als Bruder sind alle Beziehungen verpflichtend. Und das ist es, was es... Und darum musst du deine Brüderlichkeit, die musst du ja ausdehnen, über alle Grenzen hinweg. Und die brüderliche Liebe auch. Die brüderliche Liebe. Aber die musst du erst mal erleben. Als etwas, was du tatsächlich fühlen kannst und erleben kannst und als etwas, was du bist. Ein Bruder. Eine Schöpfung genau wie der andere. Und auf diese Weise können tatsächlich Irrtümer auf der Ebene, wo sie verursacht worden sind, und weil dein Geist ewig ist, nehmen wir mal einen anderen Begriff für ewig, immer gegenwärtig, ja? Immer gegenwärtig. Weil dein Geist immer gegenwärtig ist, kannst du die Vergangenheit in der Gegenwart deines gegenwärtigen Geistes, nehmen wir einen alten Begriff, festhalten und sie nach außen projizieren, als wäre sie gegenwärtig, obwohl sie vergangen ist. Das kannst du. Wenn du jetzt fragst, wie kann ich das? Eine ganz simple Antwort, die ist alle Macht gegeben. Wofür du sie verwendest, spielt keine Rolle. Die ist alle Macht gegeben. Du kannst etwas Vergangenes in der Gegenwart deines Geistes bewahren. So wie so ein ganz simples Foto. Ein ganz simples Beispiel. Ein Foto aus der Vergangenheit kannst du in deiner Schublade bewahren und heute anschauen. Oder auf deinem Rechner haben. Obwohl es vergangen ist, kannst du. Warum kannst du es? Du kannst es. Die Frage ist, willst du es? Interessiert dich irgendwann nur die Gegenwart? Und wenn du da sagst ja, dann gibt dir der Heilige Geist die Möglichkeit, dich von etwas, was nicht da ist, aber für dich da ist, aufzugeben. Also ist das Aufgeben eine Illusion, weil ja eigentlich die Gegenwart bereits da ist.
mit Illusionen umzugehen, da darfst du nie wirklich darauf warten, bis du es verstehst, weil Illusionen prinzipiell unverständlich sind. Prinzipiell. Also du darfst nicht darauf warten, bis du da irgendeine Wahrheit erkennst. Sie sind falsch. Gott weiß alles, was gewusst werden kann. Was nicht gewusst werden kann, kann er auch nicht wissen. Weiß Gott also alles, was für dich alles ist? Nein. Das ist die Einführung der Vernunft, die notwendig ist. Das Wissen Gottes ist unbegrenzt. Worauf ist es begrenzt? Auf Wissen. Sein Wissen ist unbegrenzt. Worauf ist es begrenzt? Auf Wissen. Das heißt Wahrnehmung. Gott weiß nichts von Wahrnehmung. Gott weiß nichts von Schuld, weil Schuld nicht gewusst werden kann. Das ist etwas, was sorgfältig gelernt werden muss, weil Menschen keinen Unterschied oder das Ego zwischen Wissen und Irrtum machen. Und solange du den Irrtum nicht machst, wäre für dich die Allwissenheit Gottes, was fürchterlich angsterregend ist. Meine Güte, dann weiß ja Gott, dass ich mal als Kind geklaut habe. Dann weiß er, dass ich eine Katze getreten habe. Dann weiß er, das weiß er eben nicht. Ja, aber er weiß doch alles. Alles, was gewusst werden kann. In diesem Unterschied, den das Ego nicht macht, weil es den Unterschied nicht macht, kann das Ego nicht urteilen. Aus dem Grund ist Allwissenheit immer was Angsterregendes für Gläubige, Christen oder Moslems oder Hindus oder was weiß ich was, weil sie keinen Unterschied machen. Und ich muss lernen, Sprache, vor allen Dingen Sprache, nicht einfach aus der Schrift raus zu benutzen, sondern ich muss lernen, dass ich Sprache so verwende, dass ich sie nicht absolut setze, sondern Sprache als Lernhilfe benutze. Und darum sage ich so Dinge wie: Gott weiß alles, was gewusst werden kann. Sonst beziehe ich alles mit ein. Und genau das kann ich nicht. Das ist wie wenn ich sagen würde, ja, aber Gott hat doch alles erschaffen, also muss er auch die Welt erschaffen haben. Alles, was erschaffen werden kann, hat Gott erschaffen. Aber was, wenn die Welt keine Schöpfung ist? Also muss ich auf die Welt vergebend schauen und muss mir dafür vergeben. Und Erkenntnis kann ich nicht lehren. Hier kann ich sagen, ich weiß nicht, weil das hier kein Wissen ist. Und ein untrainierter Geist zieht ständig Schlussfolgerungen, weil er keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Illusion macht. Und er würde dann sofort kontern und sagen,
Ja, aber wenn sein Wissen doch unbegrenzt ist, wie kannst du dann sagen, dass sein Wissen begrenzt ist? Ich muss es sagen. Für diejenigen, die hören wollen, für diejenigen, die lernen wollen, im Unterschied. Während ein untrainierter Geist, ja, der tritt sozusagen in jedes Fettnäpfchen, der bezieht alles mit ein und weiß überhaupt nicht, dass er nur Verwirrung und Angst stiftet und keinen Unterschied zwischen Irrtum und Wahrheit macht, zwischen Erkenntnis und Einbildung, zwischen Liebe und Angst, zwischen dem, was du vergeben musst und dem, was du überhaupt nicht vergeben kannst und nie vergeben wirst. Selbst wenn du es in deine Vergebung mit einbeziehst, es wird nicht vergeben werden. Gott kannst du nicht vergeben, sodass er aufhört, scheinbar zu sein. Wenn du ihn in deine Vergebung mit einbeziehst, wirst du allmählich bemerken, während die Dinge unwirklich werden, wird Gott durch deine Vergebung immer wirklicher, und dann ist es aber nicht mehr Vergebung, dann ist es einfach nur Liebe, die du spürst und die beantwortet wird. Aber das sind schon wieder die Erfahrungen, die du machen kannst, wenn du mit zunehmender Bereitwilligkeit und zunehmendem Fleiß und zunehmender Entschlossenheit, wo du dich wegen niemandem davon abbringen lässt, deine Lektionen machst. Und du Worte so benutzen kannst, wie du sie früher nie benutzt hast. Frei. Ja, ich könnte auch sagen, du lernst Worte frei zu benutzen. Auf eine ganz andere Art. Und wer das dann auch so hören will, der wird es hören, und wer dann nur in den Konflikt geht, dann musst du dich nicht rechtfertigen. Ja, aber du hast vorhin gesagt unbegrenzt und jetzt sagst du begrenzt. Meine Güte, so ein Bruder, sagst halt, Bruder, du wirst es später verstehen. Ohne dass du dich davon jetzt gleich wieder verunsichern lässt. Kapitel 7, die Gaben des Himmelreichs, Römisch 3, die Wirklichkeit des Himmelreichs. Im Himmelreich sein heißt lediglich, deine ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ich habe das heute Nachmittag immer wieder bemerkt mit der heutigen Tageslektion. Ich habe einen längeren Spaziergang gemacht und mir sind alle möglichen Situationen eingefallen, mit dem Selian, wo ich mich als guten Vater gesehen habe. Aber mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Im Himmelreich sein heißt lediglich, deine ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und warum kann ich das? Weil das einen Geistestraining ist. Und dieses Geistestraining ist so ausgerichtet, dass ich, während ich den Selian wickel,
kann ich meine Lektion machen, ohne sie zu unterbrechen. Weil das eine Tätigkeit des Körpers ist, das andere ist etwas, was ich in meinem Geist tue. Und das ist ja das Tolle. Das ist kein Ritual. Wenn es ein Ritual wäre, müsste ich irgendwann sagen, ja, dann darf ich ja nie mehr essen, dann darf ich ja nie mehr den Seelian wickeln, denn dann kann ich ja meine Lektion nicht machen. Wie sind die Lektionen? Während ich was mache, mache ich meine Lektion. Während ich glaube, ein Körper zu sein, der im Schnee über den Jakobsweg geht, kann ich sagen, aber mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Im Himmelreich sein heißt lediglich, deine ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten. Wenn ich, und sage jetzt nicht, wenn ich Jesus die Kontrolle über meinen Körper und das Ego gebe, werde ich immer noch spazieren gehen können oder den Seelian wickeln oder putzen oder eine Arbeit machen. Das ist etwas, was sich niemand, der immer noch glaubt, er kann die Lektion nur machen, wenn er das und das nicht macht, der immer noch glaubt, es gibt etwas, was ihn stören kann, den Kurs zu machen, der hat den Kurs nicht begriffen. Alle Lektionen sind so, dass du sie unter allen Umständen machen kannst. Spielt keine Rolle, ob du krank bist, du kannst Heilung geben. Spielt keine Rolle, ob du an einer Maschine arbeitest. Es gibt Lektionen, da kannst du mit offenen Augen alles tun und du wirst bemerken, der Körper funktioniert immer noch perfekt. Solange du glaubst, du könntest auf das achten, was nicht wahr ist, nimmst du den Konflikt als deine Wahl an. Ist da denn wirklich eine Wahl? Es sieht so aus, doch Schein und Wirklichkeit sind wohl kaum dasselbe. Dich kümmert der Schein nicht, der du das Himmelreich bist. Die Wirklichkeit ist dein, weil du die Wirklichkeit bist. All das sind Aussagen, die stimmen. Wer den Kurs wirklich schon mindestens einmal durchgelesen hat, könnte sich an die Stelle erinnern, wo steht, nur ein winzig kleiner Teil deines Geistes träumt überhaupt von dieser Welt. Während der größte Teil deines Geistes sind einfach nur Worte, die dir etwas sagen wollen, immer noch mit Gott erschafft. Es sind nur diese 0,001% deines Geistes, die hier dran beteiligt sind. Die 99,999%, die dir unbewusst sind, das ist der Teil, der immer noch in der Erkenntnis lebt. Der ist nur dir
unbewusst. Der ist, das heißt aber nicht, dass der Geist unbewusst ist. Das ist der Geist, der in der Erkenntnis lebt. Dein Geist ist Teil von Gottes Geist. Zieh aus solchen Informationen nie die Schlussfolgerung, ja, dann müssen mir ja meine 99,90% hier noch bewusst werden. Nee, Bruder, die müssen dir hier überhaupt nicht bewusst werden. Eben nicht. Dann würdest du hier in irgendein Körperbewusstseinstraining gehen und würdest glauben, ja, du musst jetzt noch dein Essen bewusst machen, dein Atmen bewusst machen und deine was weiß ich alles bewusst machen. Das wäre der Versuch, die unendliche Wahrheit in die Illusion zu bringen. Es passiert was ganz anderes. Der kleine Teil, der sich lediglich bewusst ist und nicht mehr in der Erkenntnis lebt, der soll wieder der Erkenntnis zurückerstattet werden, anstatt sich einzubilden, er muss die 99% auch noch dieser Welt bewusst machen. Macht es nicht, glaubt es nicht. Nee. Das sind die Lehre, die hier Erkenntnis lehren wollen oder Bewusstseinstraining machen wollen. Glaub solche Dinge nicht. Du ruhst in Gott. Es ist überhaupt nichts bedroht. Es ist nur ein winzig kleiner Wunsch. Alles andere ist völlig paletti. Es ist nur dieser kleine Teil, der ja Teil von Gottes Geist ist, den all das hier kümmert. Aber Jesus sagt uns doch, dich kümmert der Schein nicht, dich, den Christus. Nur dieses kleine Ego ist wegen allem irgendwo bekümmert. Es sind eigentlich sehr große Worte, die du da hörst. Dich kümmert der Schein nicht, der du das Himmelreich bist. Da muss ich doch andere Schlussfolgerungen draus ziehen, wenn mir sowas gesagt wird. Die Wirklichkeit ist dein, weil du die Wirklichkeit bist. So werden Haben und Sein schließlich versöhnt, nicht im Himmelreich, sondern in deinem Geist. Der Altar, der sich dort befindet, ist die einzige Wirklichkeit. Der Altar ist vollkommen klar im Denken, weil er eine Spiegelung des vollkommenen Denkens ist. Dein rechtgesinnter Geist sieht nur Brüder, weil er nur in seinem eigenen Licht sieht. Gott selbst hat deinen Geist entzündet und erhält das Licht in deinem Geist durch sein Licht, weil dein Licht sein Geist ist. Auch hier haben wir wieder einen Satz, den ich so kompromisslos akzeptieren sollte, wie er da steht. Er hat nicht einen verdunkelten Geist erleuchtet. Wenn hier steht, er hat meinen Geist entzündet, Worte, ich muss mit Worten vorsichtig sein, oder sagen wir mal lieber achtsam. Ich darf mir, was im Kurs steht, nie vom Ego erklären lassen, weil das Ego wird es mir immer
falsch erklären. Ich brauche nicht Erleuchtung. Mein Geist ist erleuchtet. Ich habe ihn verdunkelt. Ich muss die Dunkelheit entfernen und dann nehme ich das wahr als Erleuchtung. Aber nicht, weil der Geist erst erleuchtet wird. Das, was Gott erschaffen hat, muss er nicht wieder erschaffen. Ich habe es nicht wirklich verändert. Ich habe es nicht wirklich verändert. Ich habe es nur, ich brauche nichts, was ich nicht schon habe. Ich muss geben, was ich bereits habe. Das Wunder gibt mir nicht Licht. Das Wunder ist, dass ich die Dunkelheit entferne. Ich muss nicht um Erleuchtung bitten. Ich muss nicht um Licht für meinen dunklen Geist bitten. Ich muss die Dunkelheit entfernen und das Licht meines Geistes in andere Geister scheinen lassen. Warum? Weil ich dann sehe, dass mein Geist hell ist, wenn ich es mit anderen teile. Warum brauche ich diese Informationen? Weil ich im Kurs lernen soll, das Haben und Sein in meinem Geist versöhnt werden und es schließlich nur noch ums Geben geht. Und warum ist dann Vergebung meine letzte Illusion? Weil mein Geist nicht wirklich dunkel war. Er war nie dunkel, mein Geist. Ich habe einen Schleier drüber geworfen. Das ist, wie wenn ich über ein ewiges Licht eine dunkle Decke drüber ziehe. Geht deswegen das Licht aus? Das Licht ist nie ausgegangen. Ich habe nur die dunkle Decke gesehen. Also muss ich nicht um Licht bitten, sondern Licht geben wollen. Und dann bemerke ich, dass ich es nicht geben kann, weil ich glaube, dass mein Geist dunkel ist. Und deshalb sagt mir der Heilige Geist, ja, dann wirkt doch ein Wunder. Nimm die Dunkelheit weg. Entfern die dunklen Gedanken. Und das Wunder ist, weil ich die Dunkelheit wegnimm, ist das Wunder was ganz Natürliches. Das Licht ist da. Es ist da. Und darum ist ein Wunder was Natürliches und das Wunder selber tut nichts. Es nimmt nur weg. Und so ist es mit Heilung auch. Ich bin geheilt. Wenn ich aber sage, ich bin krank, dann erwarte ich eine Wunderheilung. Und Jesus sagt, gibt es nicht. Da verbindest du zwei Dinge, die nicht zusammengehören, miteinander. Das Wunder nimmt die Krankheit weg, damit du siehst, dass du geheilt bist. Je mehr ich aber an die Krankheit glaube und an Wunderheilungen, umso mehr werde ich wieder die Krankheit machen, auf die Heilung warten, die Heilung haben wollen. Und wenn ich jetzt noch glaube, ein Wunder ist, wenn ich eine Heilung bekomme, dann kann ich lang warten. Und so lerne ich mich immer weniger um den Schein zu kümmern, um die Krankheit,
um die Dunkelheit, sondern ich kümmere mich. Ich richte meine ganze Aufmerksamkeit darauf, dass ich geheilt bin. Dass ich geheilt bin. Und das habe ich nie gemacht, wenn ich krank war. Ich habe vielleicht, wenn ich gesund war, gesagt, jetzt fühle ich mich gesund. Eben. Aber wenn ich krank war, habe ich gesagt, jetzt bin ich krank. Und das war mein Irrtum. Und wenn ich Angst hatte, habe ich gesagt, ich habe Angst. Ich bin aber in Liebe erschaffen worden. Und wenn ich mich nicht geliebt gefühlt habe, wenn ich also Angst hatte, habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der mich liebt. Mit dem Kurs lerne ich, dass mein ganzes Denken falsch war, dass mein Bitten falsch war, weil es von einer falschen Voraussetzung ausgegangen ist. Die Wirklichkeit des Himmelreichs. Gott selbst hat deinen Geist entzündet und erhält das Licht in deinem Geist durch sein Licht, weil sein Licht dein Geist ist. Das steht völlig außer Frage. Und wenn du das in Frage stellst, bekommst du Antwort. Die Antwort hebt die Frage einfach durch die Feststellung der Tatsache auf, dass die Wirklichkeit in Frage zu stellen, auf bedeutungslose Weise in Frage stellen heißt. Deshalb stellt der Heilige Geist nie in Frage. Das heißt nicht, dass er dir nicht Fragen stellt, aber er stellt dich nie in Frage. Das ist ein Unterschied. Warum sage ich das? Weil ein Geist, der im Konflikt ist, wenn er an diese Stelle kommt, der Heilige Geist stellt nie in Frage, eventuell sagen könnte, ja, aber da stehen doch so viele Fragen. Das ja. Aber er stellt nie in Frage, wer du bist. Er stellt Gott nie in Frage. Er stellt die Wirklichkeit nie in Frage. Im Unterschied zum Ego, das in Frage stellt. Wie stellst du jemanden total in Frage? Ganz einfach, indem du behauptest, dass er nicht das ist, was er ist. Wenn du eine Frau bist und es sagt dir jemand, du bist ja gar keine Frau, dann fühlst du dich in Frage gestellt. Und was hast du gemacht? Du hast noch einen draufgesetzt. Du hast nicht nur gesagt, ich bin nicht, wie Gott mich schuf, sondern du hast gesagt, ich bin ein Körper. Wenn dich jemand als Mann in Frage stellt, dann sagt er erstmal, du bist doch für mich gar kein Mann. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, du bist doch nur ein Weichei. Eben. Totale Infragestellung. Du bist ein Körper. Du bist schuldig. Du bist krank. Du bist geboren, lebst eine Zeit lang und muss sterben. Die Wirklichkeit in Frage zu stellen, heißt,
auf bedeutungslose Weise in Frage zu stellen. Das ist nicht eine Theorie, das ist was, was du gemacht hast. Mit Hilfe einer Theorie. Deshalb stellt der Heilige Geist nie in Frage. Seine einzige Funktion ist die, das Fragwürdige aufzuheben und so zur Gewissheit zu führen. Die, die Gewissheit haben, sind völlig ruhig, weil sie nicht im Zweifel sind. Sie werfen keine Fragen auf, weil nichts Fragwürdiges in ihren Geist dringt. Das hält sie in vollkommener Gelassenheit, denn diese teilen sie miteinander in der Erkenntnis dessen, was sie sind. Warum muss ich perfekt vergeben? Weil ich meinen Bruder ständig in Frage stelle. Erst stelle ich ihn überhaupt in Frage, dann behaupte ich, er ist meine Mutter, und dann stelle ich meine Mutter in Frage. Das Ego ist der fragende Aspekt. Erst stelle ich mich in Frage und dann stelle ich in Frage, ob ich überhaupt sexuell empfinden kann. Na toll, das bringt mich ja auch weiter. Ob ich überhaupt intelligent bin, ob ich überhaupt wirklich so gut bin, ob ich überhaupt und so weiter. Und das ist einfach ein immer tiefer in die Illusion gehen. Und wer immer tiefer in die Illusion gegangen ist, für den ist halt jeder Schritt, wo er in die Illusion gegangen ist, eine Lektion, die er wieder aufheben muss. Und dann sehe ich dieses Infragestellen als etwas, wo ich irgendwann innehalten muss. Es spielt keine Rolle, ob mich jemand als Mann in Frage gestellt hat oder ob ich potent bin oder intelligent bin oder gut bin oder irgendwas. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Wirklichkeit in Frage stelle, denn das ist bedeutungslos. Das ist wirklich bedeutungslos. Und solange ich mich mit dem Ego identifiziere, ist es für mich bedeutungsvoll, wenn mich jemand als Mann in Frage stellt. Also muss ich sehr achtsam sein. Wenn er mich als Mann in Frage stellt, das ist für das Ego bedeutungsvoll, für mich als Christus bedeutungslos. Und wenn ich mich als Christus in Frage stelle, das ist fürs Ego bedeutungslos. Aber für mich muss ich aufpassen. Es ist für mich in Wahrheit bedeutungslos. Und was bedeutet jetzt bedeutungslos? Es sind bedeutungslose Fragen, die mich nur in die Irre führen. Also sind es die Fragen,
auf die der Heilige Geist keine Antwort gibt, denn diese Fragen stellt er nicht. Er stellt meine Unschuld, dass ich so bin, wie Gott mich schuf, nie in Frage. Je mehr ich mich aber mit dem, dass ich als Mann in Frage gestellt wurde, beschäftige, dass das bedeutungsvoll ist, umso weniger bemerke ich, dass ich was völlig Bedeutungsloses tue. Ich stelle meine Wirklichkeit in Frage, indem ich mich mit der Infragestellung beschäftige. Und will, dass da was heilt, während was ganz anderes heilen muss. Ich muss die Antwort geben. Und in der Antwort sind alle meine Probleme, die je für mich bedeutungsvoll waren, gelöst, hören auf scheinbar wirklich zu sein. Wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das richte, dass du und ich, Bruder, wir sind das Himmelreich. In Wahrheit. Und solange das nicht meine Erfahrung ist, solange ich das nicht einen Augenblick fühlen kann, ein Gefühl, in dem keine Schuld ist, kein Ärger ist, nur um erstmal das aufzuzählen, was nicht da ist, sondern stattdessen immerwährender Friede, völlige Unschuld, Dankbarkeit und Freude. Solange das nicht meine Erfahrung ist, brauche ich Vergebung. Solange es nicht meine heutige, gegenwärtige Erfahrung ist. Und der Kurs sagt mir, bei den vielen, vielen Augenblicken, die dieser Tag hat, brauche ich nur einen Augenblick, um in dieser Erfahrung zu sein. Und dieser Augenblick wird mir zeigen, was die Gegenwart ist. So wie wenn du, nimm's doch einfach einmal so, wenn du an einem Alltag, an irgendeinem Mittwoch, so wie heute, ein tolles Erlebnis hast, dann ist es doch dieses Erlebnis, was den ganzen Tag für dich prägt, oder nicht? Wenn du ein schlimmes Erlebnis hast, wenn du dir heute in einem Augenblick den Fuß brichst, ist das der Augenblick, der den ganzen Tag für dich prägt. Also genügt ein Augenblick. Und dieser Augenblick wird dir gesagt, erstreckt sich über einen Zeitraum, der viel länger dauert als ein Augenblick. Und er wird deine Sichtweise der Welt für immer verändern. Und das kann sehr wohl verstanden werden, weil du sehr wohl weißt, dass es Ereignisse gibt, die dein ganzes Gewahrsein verändern können. Die, die Gewissheit haben, sind völlig ruhig, weil sie nicht im Zweifel sind. Sie werfen keine Fragen auf, weil nichts Fragwürdiges in ihren Geist dringt. Das hält sie in vollkommener Gelassenheit, denn diese teilen sie miteinander in der Erkenntnis dessen,
was sie sind. Paragraph 4. Heilung als Wiedererkennen der Wahrheit. Die Wahrheit kann nur wiedererkannt werden und braucht nur wiedererkannt zu werden. Wenn du so über Heilung denkst, dann ist Heilung nicht etwas, was erst noch passieren wird, sondern was du als etwas wiedererkennst, was bereits passiert ist. Wenn das so ist, kannst du doch in einer viel größeren Gewissheit leben, als wenn es erst noch passieren muss. Denn dann weißt du ja nicht. Wenn es erst noch passieren muss, hast du keine gegenwärtige Erfahrung, dann ist keine gegenwärtige Erfahrung möglich. Wenn es aber schon passiert ist, muss es eine gegenwärtige Erfahrung geben, die du nur noch erinnern musst. Das heißt, du musst nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt warten, wo es passieren wird, sondern du kannst tatsächlich den Zeitpunkt bestimmen, sei dir dann Augenblick ganz sicher, du kannst den Zeitpunkt bestimmen, wo du es erinnern willst. Angenommen, ich wäre noch nicht in die erste Klasse, damals hieß es noch Volksschule, gegangen. Dann wäre keine Erinnerung da. Dann müsste ich erst mal... Und warum wäre keine Erinnerung da? Weil es noch nicht passiert ist. Weil es noch nicht passiert ist, muss ich warten. Das heißt, ich kann jetzt überhaupt nicht bestimmen, dass ich es jetzt erinnern kann. Ich kann den Zeitpunkt nicht bestimmen, zumindest nicht heute. Geht nicht. Ich kann mich nicht jetzt dafür entscheiden. Das heißt, die Macht der Entscheidung habe ich nicht. Und die Freiheit, mich zu entscheiden, habe ich auch nicht. Weder die Macht noch die Freiheit. Das heißt, ich bin nicht frei, ich bin abhängig, bis es passiert. Was erzeugt das? Unsicherheit, Unerfülltheit, Angst? Es erzeugt Leere. Es ist nicht da. Wenn ich mich aber erinnern, wenn ich mir aber sagen lasse, sie kann nur wiedererkannt werden und braucht nur wiedererkannt zu werden. Inspiration kommt vom Heiligen Geist. Und Gewissheit kommt von Gott, wie es seinen Gesetzen entspricht. Inspiration wäre in dem Fall die Erinnerung.
das Wiedererkennen kommt vom Heiligen Geist. Warum bin ich da jetzt so sorgfältig? Weil das etwas ist, was du tatsächlich praktizieren kannst mit Entschlossenheit. Und es entspricht überhaupt nicht deinem vergangenen Lernen. Überhaupt nicht. Weil in deinem vergangenen Lernen die Gegenwart, die ist, in der du noch ein Körper bist, noch getrennt bist, noch Kriege da sind und du womöglich noch krank bist. Also jetzt. Ein Wunder ist es, wenn du das wegnimmst. Wenn du das wegnimmst. Warum? Weil dir das unerklärlich ist. Weil es für dich ja gegenwärtig ist. Also ist es ein Wunder. Ein Wunder ist immer, etwas Unerklärliches zu tun. Etwas, was du dir nicht erklären kannst. Und der Heilige Geist sagt dir, du hast die Macht, dich heute zu entscheiden. Und darauf will ich raus, weil das ja nicht nur eine Theorie ist. Du kannst die Wahrheit nur wiedererkennen. Du kannst nicht darauf warten, bis sie kommt oder bis sie wieder erschaffen wird. Das kannst du nicht. Es geht nicht. Weil du sie nur wiedererkennen kannst und brauchst. Inspiration. Also wie ich das kann, das kommt vom Heiligen Geist und die Gewissheit, die ich nicht habe, die kommt von Gott. Sie kommt von Gott. Darum muss ich mich gar nicht kümmern. Sie kommt von ihm und die Inspiration auch. Nimm doch diese Sätze wirklich wörtlich, damit du empfänglich bist für das, was kommt. Heute, wie es seinen Gesetzen entspricht. Beide stammen daher aus derselben Quelle, da die Inspiration von der Stimme für Gott und Gewissheit von den Gesetzen Gottes kommt. Heilung kommt nicht direkt von Gott, der seine Schöpfungen als vollkommen ganz erkennt. Die Gewissheit kommt von Gott. Doch ist Heilung trotzdem von Gott, weil sie von seiner Stimme und von seinen Gesetzen ausgeht. Das ist wieder so eine Stelle, da kannst du glauben, da ist ein Konflikt. Erst wird gesagt, Heilung kommt nicht von ihm, dann wird gesagt, sie kommt trotzdem von ihm. Du kannst es aber auch wirklich verstehen, was dir da gesagt wird. Sie ist deren Ergebnis in einem Geisteszustand, der ihn nicht erkennt. Der Zustand, dass Gott nicht erkannt wird, ist ihm unbekannt. So wie, nur ein kleines Beispiel, wenn du rechnen kannst, ist es dir unbekannt,
dass 1 und 1 3 ist. Das ist dir unbekannt, weil du rechnen kannst. Wenn du nicht rechnen kannst, dann ist es dir bekannt, dass 1 und 1 3 ist. Es könnte auch 4 sein, du weißt es nicht. Dann ist dir der Irrtum bekannt. Gott ist es unbekannt. Ihm ist der Zustand, dass du krank bist, der Zustand, dass du getrennt bist, der Zustand, dass du Körpergefühle hast, selbstverständlich unbekannt. Angenommen, du würdest dich wegen irgendetwas grässlich schuldig fühlen. Gott ist dieser Zustand unbekannt. Heißt es, dass du dann alleine bist, dass er dich alleine lässt? Denk an die falschen Schlussfolgerungen. Frag lieber, was ist ihm bekannt? Wie bist du ihm bekannt? Wie kennt er dich? Er kennt dich, so wie er dich schuf. Und das musst du wiedererkennen. Das Einzige, was du wieder zu erkennen brauchst. Wie kannst du das tun? Indem du etwas lehrst, wo du wiedererkennst, ich bin, wie Gott mich schuf. Ich will die Sühne für mich annehmen, heißt wiederzuerkennen, dass du ohne Schuld bist. Der Zustand, nicht erkannt zu werden, ist ihm unbekannt und existiert daher nicht. Die aber, die schlafen, sind ungewahr, weil sie ungewahr sind, erkennen sie nicht. Der Heilige Geist muss durch dich wirken, um dich zu lehren, dass er in dir ist. Das ist dein Zwischenschritt auf die Erkenntnis zu, dass du in Gott bist, weil du Teil von ihm bist. Die Wunder, die der Heilige Geist inspiriert, können keine Rangordnung der Schwierigkeit haben, weil jeder Teil der Schöpfung einer Ordnung angehört. Das ist der Wille Gottes. Und ich habe heute mal, mir sind dann Brüder eingefallen, ich habe die Körper gesehen und ich wurde ja gelehrt, dass von mir nicht verlangt wird, meinen Bruder ohne den Körper zu sehen. Aber der Körper ist einfach die Lernhilfe, da ist ein Geist, da ist ein Bruder. Und diesen Bruder soll ich ohne Sünde sehen. Und mir sind alle möglichen Körper eingefallen, die ich irgendwo gesehen habe, auf der Straße oder auf meinem Tab, in irgendwelchen Nachrichten oder Videos. Und dann habe ich die heutige Lektion übertragen. Ich habe nicht nur gesagt, mein Geist ist Teil von Gottes Geist, sondern ich habe mir mal erlaubt,
die Lektion auszudehnen. Ich habe gesagt, dein Geist ist Teil von Gottes Geist. Du bist sehr heilig. Und dann hat sich was verändert. Ich habe natürlich nicht den Körper gemeint, sondern den Geist. Aber da ich hier Körper wahrnehme und den Geist nicht, habe ich halt den Körper des Bruders benutzt als Lernhilfe für meinen Geist. Damit ich endlich andere Geister mit einbeziehe, benütze ich die Körper. Und da gibt es keine Rangordnung. Und da sind mir alle möglichen Körper eingefallen. Mit Waffen in der Hand und mit was weiß ich, irgendwelchen Kleidern in irgendwelchen Positionen als Politiker oder als Filmschauspieler oder als Terroristen oder deren Opfer. Können keine Rangordnung der Schwierigkeit haben, weil jeder Teil der Schöpfung einer Ordnung angehört. Inspiriert durch die Lektion, durch den Heiligen Geist und in der Gewissheit der Gesetze Gottes, habe ich dann erlebt, dass ich Geister verbunden habe. Warum kann ich das? Weil sie verbunden sind. Ich kann doch nur was tun, was bereits Fakt ist. Und in dieser Freude habe ich dann erlebt, dass ich über den Körper hinausschauen kann. Und in der Gegenwart des Heute, in einem Augenblick der Gegenwart, waren einfach alle Geister Teil von Gottes Geist. Und in der Gegenwart war dann kein Krieg und kein Opfer und kein Täter. Und dieser Augenblick der Gegenwart hat den ganzen Tag verändert, einige Male. Mit der Anwendung der heutigen Lektion. Und ich habe ja gelernt, dass ich letztendlich keinen Unterschied zwischen mir und dir machen soll. Eben. Wenn ich sage, dass mein Geist Teil von Gottes Geist ist und ich mache mir einen Augenblick bewusst, dass du heute dasselbe sagst, wenn du die Lektion machst und du sagst auch, mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Dann kann ich auch sagen, dein Geist ist Teil von Gottes Geist, denn du kannst es ja auch sagen. Und das, was du sagen kannst über deinen Geist, das kann ich auch über deinen Geist sagen. Wenn ich mich nicht als getrennt wahrnehmen will, wenn ich begreife, dass wir alle dieselbe Funktion haben. Und ich kann den Zeitpunkt wählen. Deswegen steht es dir immer noch frei, für dich den Zeitpunkt dann zu wählen, wenn du es willst. Aber da wir eins sind, steht es mir natürlich auch frei, dich mit einzubeziehen, was uns beiden sicher helfen wird. Der heutige Leitgedanke beschreibt nicht die Art und Weise, in der du dich jetzt siehst.
Er beschreibt jedoch, was die Schau dir zeigen wird. Es ist für jeden schwierig, der denkt, er sei in dieser Welt, das von sich selbst zu glauben. Doch der Grund dafür, dass er denkt, er sei in dieser Welt, ist, dass er es nicht glaubt. Wie höre ich auf zu denken, dass ich in der Welt bin? Indem ich sage, mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Denn du wirst glauben, dass du ein Teil dessen bist, wo du zu sein vermeinst. Wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit jetzt wieder auf das Himmelreich richte, dann glaube ich einen Augenblick nicht mehr, in dieser Welt zu sein. Was ja stimmt. Es geht also immer wieder nur darum, ich bekomme in meiner Tageslektion immer die Möglichkeit, etwas, was für mich gegenwärtig ist, in der Vergangenheit verschwinden zu sehen, wenn ich das will. Ansonsten steht es mir frei, mich weiterhin täuschen zu wollen. Wie ich die Macht anwende, spielt keine Rolle. Sie ist immer maximal. Ich kann Jesus nur so lange nicht wahrnehmen, wie ich ihn in der Vergangenheit suche, wo er wirklich nicht mehr ist. Er ist tatsächlich nur in meiner Gegenwart. Das ist, wie manche Lehrer es dann so formuliert haben: Such nicht den historischen Jesus, also den Jesus, der Teil deiner Geschichte ist, deiner Vergangenheit, mit Bethlehem und was weiß ich, See Genezareth, da findest du ihn nicht mehr. Eben nicht. Aber du findest ihn da, wo er tatsächlich ist. Und das ist keine Fantasie.